eine Kiste mit einer ID. Okay, na dann. Schauen wir mal. Guten Tag, schließt es nicht in. Ich bin fertig. Und jetzt können wir auch bestimmt das neue bestellen. Guten Tag, Jean Reto. Ich will das Artefakt mit der Nummer 34768970 9987. Das Behältnis mit der ID 34768970 9987 ist leer. Möchten Sie dieses Artefakt trotzdem bestellen? Ja. Ich glaube, ich spinne. Wir können da rein? Jo. Tatsächlich, ich passe hinein. Hey, überleben, da kannst du uns helfen. Kannst du Quickie bitte sagen, er soll die Kiste zurückschicken? Das fänden meine Freunde aber nicht in Ordnung. Bitte, tu mir diesen Gefallen. Ich koche dir und deinen Freunden auch was. Das würdest du tun? Wir haben oft Hunger. Klar, versprochen ist versprochen. Okay, sag Bescheid. In 10 Minuten musst du diese Box hier zurückrufen. Okay. Danke, du bist mir eine große Hilfe. Super. Dann schnell rein. Du kannst mich jetzt wegschicken. Okay. Quickie, schick sie weg. Schick sie weg, ja, toll. Das wird holprig. Juhu. Sie klemmt. Ach, super. Das haben wir alle gern. Yay! Ein Video vom Kraftwerkunglück und eines von der Klimakonferenz. Egal, was Salvador sagt. Wir müssen mit den Menschen reden. Er wird schon noch einsehen, dass ich recht habe. Ja, nur erstmal müsstest du wieder zurück, oder? Ich setzte mich in die Box und wartete. Ich weiß nicht, wie lange. 10 Minuten? Eine halbe Stunde? Nichts geschah. Ihr Freund hat sie versauern lassen. Ihm gefiel wohl nicht, sich von ihnen belehren zu lassen, wie er zu leben hat. Warum auch immer. Er hatte mich verraten. Hallo? Zeitleitstelle, bitte kommen. Quadi? Naomi? Hier spricht Faye. Könnt ihr mich hören? Mission abbrechen. Verloren. Wir haben verloren. Was in das? Echos von den anderen. Benson. Und Ben Svensson ist unser Retter. Ben Svensson? Das habe ich doch nie gesagt. Hallo? Hallo, wer spricht da? Ach, M. Was? Ich sagte, rede mal verständlich. Und hör auf, wie ein verrücktes Huhn in die Leitung zu gackern. Wo steckst du überhaupt? Wieso bist du in der Leitung? Delvin hat unser Funkgerät repariert. Wir können uns jetzt jederzeit kontaktieren, wenn sich etwas Neues ergibt. Etwas Relevantes, etwas Wichtiges. Etwas, was die Mission weiterbringt. Hysterisches Rumgestammel stand aber nicht auf der Liste. So. Ich habe Bruchstücke einer Zeitinterferenz abgefangen. Wow, gratuliere. Das unterscheidet dann wohl einen Profifunker wie dich von einem Laien wie mir. Wenn ich funke, dann bekomme ich immer nur klare Nachrichten rein. Nein, du verstehst mich falsch. Ich habe mich selbst gehört, aber nicht mich jetzt, sondern später. Ich meine, ich habe etwas gesagt, was ich noch nicht gesagt habe. Wir funken durch die Zeit, was erwartest du? Sagt dir der Name Ben Svensson etwas? Svensson?
Sollten da nicht schon automatisch die Glocken läuten? Er ist derjenige, der uns seit Jahrhunderten mit Energie versorgt. Das ist es. Ja, wer hätte gedacht, dass es zwischen ihm und dem Svensson-Generator einen Zusammenhang gibt? Nein, ich meine, das ist es. Ich habe einen Plan. Ich weiß, wie wir die Katastrophe verhindern können. Das ist ja alles schön und gut, aber ohne das Tape nützt uns das nicht viel. Ich habe das Tape, du Idiot. Ich habe das Tape. Ich habe sogar zwei Tapes. Eines von der Katastrophe und, was noch viel interessanter ist, die Aufnahme von der Klimakonferenz eine Woche davor. Worauf wartest du denn noch? Bring sie her! Ich kann nicht. Ich sitze fest. Oh Mann. Wo? Im Archiv. Eigentlich sollte mich ein Freund wieder rausholen, aber ich warte immer noch. Ein Freund? Warte dort, ich bin sofort da. Over and out. Na toll. Wo ist der Mann? Nette Box. Ich hoffe, dich gibt es jetzt nicht serienmäßig. Danke für deine Hilfe. Du sagtest, du hast das Tape? Hier, bitte. Gute Arbeit. Und hier das zweite. So, und jetzt der Plan. Wir reisen zur Klimakonferenz und erzählen den Menschen vom Svensson-Generator. Anschließend werden sie das Kraftwerk abschalten und puff, die Klimakatastrophe hat nie stattgefunden. Wo ist mein Freund? Er wollte nicht kooperieren. Ich musste das Risiko minimieren. Du hast ihn... Hier, das Konferenzvideo kannst du behalten. Ich habe nicht vor, die Mission für diplomatischen Hokuspokus zu opfern. Das Kraftwerk ist das Ziel. Was? Gib mir sofort das Video wieder. Wenn wir zum Kraftwerk reisen, wird es nur noch mehr Tote geben. Wir reisen zur Konferenz. Es wäre auch in deinem Interesse. Na, da bin ich aber gespannt. Da hat er einen armen Kerl einfach umgebracht, also... Boah. Wir müssen eine langfristige Lösung finden. Wenn wir ein Kraftwerk retten, wird irgendwo ein anderes explodieren. Die Menschen müssen sich aus eigener Überzeugung ändern. Wir können sie nicht dazu zwingen. Es wird sich zeigen. War das jetzt alles? Reicht dir das noch nicht? Also gut. Ich lasse dich auf die Konferenz. Es ist einfach der bessere Weg. Du hast heute viel Geschick und Intelligenz bewiesen. Du hast den Bohrer eigenständig umgebaut und du hast ein fremdes Terminal repariert. Es wird dir sicher auch ein leichtes sein, die zweite Zeitkapsel wieder in Gang zu bekommen. Was? Wenn es dir noch nicht aufgefallen sein sollte, in unserer Kapsel ist nur Platz für zwei. Und ich habe mich für meinen Techniker entschieden. Ihr lasst mich zurück? Ja. Und eines noch. Wir können Gewalt nicht vermeiden. Es wird sterben, wer sterben muss. Vielen Dank für deinen Einsatz, Faye. Lebe wohl. Warte! Boah! Da Sie jetzt hier sind, nehme ich an, Sie haben die zweite Kapsel in Gang bekommen. Nein. Ich habe Ihre sabotiert. Ihr könnt mich doch nicht zurücklassen! Delvin! Es tut mir leid, Faye, aber ich... Delvin ist wichtiger als du. Er wird von dir erwarten, Menschen zu töten. Faye, bitte! Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Das Video liegt an seinem Platz. Der Zeitsprung wird gleich starten. Ich kann jetzt nichts mehr daran ändern. Aber ich vielleicht. Ja, genau. Wir tauschen jetzt mal schnell um. Als habe ich die Videokassetten vertauscht und gewartet. So, alles bereit. Zeitsprung initiiert. Pulse auf maximaler Stufe. Zielkoordinaten sind eingeloggt. Quantensignatur des Videos. Etwas stimmt nicht. Mein Gott! Zeitsprung abbrechen! Zu spät! Die Zeitdrift wird uns auseinanderreißen, wenn ich nicht sofort nachjustiere. Faye, ich bring dich um! Du hast die Videos ausgetauscht, richtig? Faye, steig zu Salvador in die Kapsel. Ich werde retten, was noch zu retten ist. Okay, Delvin, Ruhe bewahren. Das Ziel ist nicht mehr das Kraftwerk, sondern die Konferenz. Eine Woche früher, am 21. März. Nein, halt, am 20. Und das Jahr, mein Gott, was hatte Salvador gesagt? Oh Mann. Ich hoffe, das war richtig. Hoffe ich auch.
Der zweite Zeitsprung war anders als der erste. Die Schmerzen waren unerträglich. Aber hier bin ich nun. Mit deiner Hilfe können wir der Menschheit vielleicht eine zweite Chance geben. War das Barneys Idee? Ich will ja kein Spielverderber sein, aber ich bin gerade... Ich mach keinen Spaß, Svensson. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Raus. Verschwinden Sie. Hast du mir nicht zugehört? Ohne deine Hilfe kann ich nicht... Oh doch. Ich habe sehr wohl zugehört. Ich habe alles verstanden und ich habe die Worte im Kopf bewegt. Und ich will, dass Sie gottverdammt nochmal verschwinden. Drücken ist nicht, Alter. Okay. Wer ist das denn? Kapitel 3. Raus erwachen. Oh Mann. Warum kann sie auch einfach sein, ne? So, der ist fest verschnürt. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Jetzt wird er wohl kaum noch kooperieren. Auch nicht weniger als vorher. Was sind das nur für Leute? So eine Art Ökoterroristen? Wo bin ich hier? Oh je. Aha. Ach, da ist der gute Ben Svensson ja in eine ganz schöne Situation geraten. Aber ich lasse ihn jetzt erstmal da gefesselt liegen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi. So, da sind wir auch wieder bei dem guten Ben, der irgendwo eingeschlossen ist und... Tja, gefesselt in der Dusche ist doch schön. Und es tropft da auch noch. Mal gucken. Zuziehen, ansehen, ziehen. Naja, denken mal, wir sollten mal ziehen. Falls das kann. Ja, genau, richtig schön. So, und jetzt? Gute Frage. Vielleicht Vorhang schon wegwerfen, ansehen, benutzen vielleicht? Mit der Dusche oder mit dem Griff? Ah, haha. Oh, mein Kreuz. Alter Mann, hin oder her, es steckt doch noch Leben in diesen alten Knochen. Ihr werdet schon sehen. Yep. Gucken wir mal, eine Toilette. So ein ähnliches Modell wollte ich für die Atlas auch haben. Nur Lissa war dagegen. Sie meinte, es war schon schwer genug, den Männern beizubringen, den Sitz danach wieder runterzuklappen. Ein brüchiges und völlig verkalktes Waschbecken. So viel Normalität ist Balsam auf meiner Seele. Na super. Fußnagelknipser? Ach, können wir sogar nehmen. So, fehlt nur noch der passende Plan. Mal schauen, was haben wir noch so? Ein Kamm haben wir. Nehmen wir einfach alles mit hier. Aftershave, na gut. Ah ja, hier steht's auch schon. Achtung, leicht entflammbar. Bei feuerschwarzen Rauch unter keinen Umständen einatmen. Lebensgefahr. Aha. Nehmen wir. Mal schauen, was haben wir denn noch so Feines? Okay, dann wohl nichts mehr. Aufbrechen. Mit bloßen Händen wird das nichts. Stimmt. Na gut. Können wir vielleicht die Dusche benutzen? Klar. Ja klar, ne? Wir können vielleicht das Fenster öffnen. Ich kann da unten einen Fjord sehen. Gott sei Dank. Wir sind immer noch in Norwegen. Ich kann da unten einen Fjord, Gott sei Dank.
Der Himmel kann ruhig verpestet werden, solange es zu Hause nicht stinkt. Oh, du bist ja fies. Ach, das ist eine Schraube. Da braucht es schon mehr als verhornte Wurstfinger. Alles klar. Er ist etwas morsch in der Mitte, aber sonst in gutem Zustand. Super. Der einzige Weg, die beiden wieder zusammenzubekommen, ist so. Super. Somit können wir die blöde Schraube entfernen. Was für ein blödsinniger Plan. Aber hilft. Aber er funktioniert. Jep, sag ich doch. Ja, da ist jetzt ein Kabel. Antennenarm, ach wie süß. Jetzt haben wir denen die Antenne geklaut, oder wie soll ich das verstehen? Es kann nur Teil der Parabolantenne sein, sonst ist da draußen nichts. Okay. Aber das hier sieht doch fast aus, ja, Kuhfuß wie ein Brecheisen. Vielleicht kriegen wir damit die Tür auf. Ja, genau. So, und jetzt raus hier. Yep, weg hier. Ja, sieht ja interessant aus hier. Eine goldene Schallplatte. Aha. Wenn die Mechanik genauso verrostet ist wie dieses Gitter, dann gute Nacht. Ich sehe darunter nur Stromkabel. Da muss ich nicht an. Na gut. Oh, da ist Faye. Da sind Alben. Ein Album mit der Aufschrift Meine allerersten Fotos, eine Enzyklopädie über Comics und ein Karriereplaner Blitzreporter in 3 Tagen. Hinter den Büchern schaut ein Kabel hervor. Aha. Ach, ich vergesse immer wieder, dass wir einen Hotspot-Anzeiger haben. Ein Diktiergerät. Nehmen wir das mal. Moment mal. Was ist denn das? Da hat sich irgendein komisches Plastiknetz in den Kopfhörern verfangen. Ich nehme es mal mit. Plastiknetz. Könnte das vielleicht ein Membran sein? Huch. Einen Raum weiter kann ich eine Funkstation erkennen. Wenn diese Faye hier nicht wäre, könnte ich versuchen, um Hilfe zu rufen. Ein blauer Hase. An was erinnert einen das? Endlich ein vernünftiges Gesicht. Ich komme nicht ran, solange diese Kidnapperin da sitzt. Ja. Harvey. Allzu gut scheint die WG ja nicht zu funktionieren. Na gut. Faye hat uns entführt. Ja, machen wir erstmal die Tür zu. Ui. Die Kammer des Schreckens. Schauen. Aha, das ist also der Typ, der uns niedergeschlagen hat. Das ist dieser Rowdy mit dem Holzscheit. Solche Freunde hätte ich hier gar nicht zugetraut. Tja. Er mag ein brutaler Schläger sein, aber er hat auch seine guten Seiten. Er sorgt zum Beispiel dafür, dass wir nicht abstürzen. Na gut. Sicherung. Verwackeln, nehmen. Ach, verwackeln wir mal. Ach nö. Wie soll denn das mit uns klappen, wenn du immer wieder so einen Mist baust? Ständig enttäuschst du mich. Das ist doch keine Beziehung. Okay. Nun gut. Wir sind auf Aufnahme. Du legst den ganzen Tag faul in der Sonne und wenn man dich mal braucht, dann stotterst du nur rum. Ja, musst gar nicht so blöde gucken, Ursula von Unschuldanien. Zieht nicht mehr. Jetzt bist du sprachlos, was? Du alte Schachtel hast hier eh nichts mehr zu melden. Reizend. Die Nachwelt wird sich freuen. Ich hab da so eine fiese Idee.
Die Anlage ist bestimmt mit dem Cockpit verbunden, was keinen Unterschied macht, denn sie ist aus. Soll ich nicht lieber gleich mit dem Tütü durchs Wohnzimmer hüpfen? Sie würde mich doch sofort sehen. Na gut. Vielleicht geht's ihr so. Ich gehe ihr besser aus dem Weg. Okay, dann nicht. Aber ich denke...